Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2021 My Team Karriere. Wenn ihr das letzte Rennen noch nicht gesehen habt, solltet ihr das unbedingt mal machen. Na? Da sind wir in Monaco gefahren, da sind wir plötzlich Zweiter geworden, so auf einmal. Und jetzt fangen wir erstmal wieder an mit den Zuweisen der Aktivitäten, so wie immer. Na? Und genau, bevor wir anfangen, würde ich mal vorschlagen, dass ihr jetzt mal schon am Anfang vom Video abonniert. Na? Dann bleibt immer auf der Sonnenseite, da verpasst ihr kein Video mehr. Und ist auch kostenlos und ihr würdet mich damit auch unterstützen, darüber würde ich mich sehr freuen. Also, schön abonnieren, ne? Und gucken wir mal, ob wir hier was bei den Einrichtungen was verbessern können. Wir haben fast 2 Millionen Dollar. So Ressourcenpunkte erzeugen wäre nicht schlecht. Und dann könnten wir noch was verbessern mit 479 Ressourcenpunkte. Oder auch nicht. Ich glaube. Gucken wir mal, ob wir da mal was haben. Aber ich glaube, das funktioniert nicht mit 479. Nee, funktioniert leider nicht. Auf jeden Fall, wir sind momentan hinter AlphaTauri zurückgefallen. Wie war mal davor? Komponenten sehen auch alle gut aus. Und ich würde mal vorschlagen, fangen wir mal an, die Zeit vorzuspulen, ne? Bis zum Rennwochenende. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. So, das sieht doch schön aus, oder? So, wir sind immer noch hinter AlphaTauri, aber wir sind etwas näher reingekommen. Das sieht doch ganz gut aus. So, das Upgrade am Motor hier ist angekommen. Zündanlage. So, das ist im Angebot. Das auch, aber leider können wir uns das noch nicht leisten. Das ist für die Aeros auch angekommen. Das sieht doch ganz gut aus hier alles. Nicht mehr viel zu AlphaTauri, da hätten wir die bald. So, neue Nachrichten haben wir im Moment nicht. So, das machen wir nicht. Oh, ein eigenes haben wir hier. Das machen wir doch mal für das Triebwerk. Mal gucken, was sie uns da erzählen wollen, Es ne? gibt hier etwas, wozu wir gern deine Meinung hätten. Also, zustimmen, neue Maßnahmen ausprobieren. Kostet 750 Ressourcenpunkte, die wir nicht haben, aber Triebwerksmoral steigt um 20%. Ja, ich glaube, dann müssen wir nur ablehnen, ne? Weil so viele Ressourcenpunkte haben wir momentan nicht. Und wir müssen leider auf diese Ressourcenpunkte gehen. Ne? So. Oder ich weiß nicht, aber wenn nicht schlecht, wenn wir das machen Danke für deine könnten. Hilfe. Ja, müssen wir wohl weiter vorspulen, ne? Hoffentlich kommt jetzt die allgemeine Haltbarkeit an. So, wir haben aber Ressourcenpunkte dazu bekommen. 679 haben wir jetzt insgesamt. Da können wir vielleicht das hier am Frontflügel. Na. Doch, ist es. Ja, Frontflügelabtrieb können wir machen. Das sieht doch ganz gut aus. Oder wir machen was am Motor. Und zwar das hier. Aber das sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus und das machen wir auch. Das soll vor Frankreich ankommen. Hoffentlich kommt es auch vor Frankreich an. So, das sind unsere Upgrades, die hier ankommen sollen. Und wir sollten damit eigentlich dann Alpha darüber holen, wenn das klappen sollte. Geil, allgemeine Haltbarkeit kommt an. Du hast im Moment keinen Rivalen. Irgendwann wird die Presse dich fragen, wen du als deinen Rivalen betrachtest. Überlege dir gut, wen du dir aussuchst, denn deine Anerkennung wird nicht nur steigen, wenn du gewinnst, sondern sich auch verschlechtern, wenn du verlierst. Ja, ist doch normal, ne? So, allgemeine Haltbarkeit kam an und das andere auch. Und springen wir jetzt sofort ins Qualifying. So, da wären wir auf unsere erste fliegende Runde hier in Q1. So, wir starten jetzt die erste fliegende Runde. Die anderen sind schon alle Zeit gefahren. Wir haben nur noch 5 Minuten hier in Q1. Und dann müsste das alles sitzen hier, ne? So richtig schön, locker flockig. Also schön die Daumen drücken jetzt, konzentrieren. Lundgren momentan auf 18. Ja, könnte auch besser sein. Naja, gut, auf der Strecke, ne? Genau Hochgeschwindigkeit.
So, wir kommen jetzt gleich auf Start- und Ziellinie. Gerade hier sind wir schon. Das hat nur gereicht für Platz 15. Ja, ich glaube, da müssen wir wohl noch eine Runde fahren. Ja, das sah nicht so gut aus bis jetzt. Auf jeden Fall, die Runde sah jetzt schon um einiges besser aus. Hier am Castello nochmal vorbei und dann nochmal gleich runter auf Start- und Zielgerade. Hoffentlich sitzt der dritte Sektor jetzt gleich noch richtig gut. Wir sind momentan im zweiten Sektor. Der sah momentan ganz gut aus bis jetzt. Um ungefähr eine halbe Sekunde verbessern wir uns bis jetzt. Hoffentlich bleibt das auch so. So, zweiter Sektor sieht auch ganz gut aus. Hoffentlich kriegen wir den dritten noch hin, weil hier ist viel mit Hochgeschwindigkeit zu fahren. Oh, die Kurve hätte man ein bisschen besser mitnehmen können. Aber sonst sah an sich die Runde ganz gut aus. Der S geht nochmal auf. Und dann verbessern wir uns ungefähr um 0,444 Sekunden. Das reicht für Platz 12. Das sieht doch momentan ganz gut aus. Das kann sich sehen lassen. So, wo sind wir? Hamilton erster. Bottas zweiter. Nicht viel Abstand zwischen den beiden. Verstappen auf 4. Vettel auf 6. Wie auf Platz 15. Wir kommen gerade mal noch so weiter. Aber wir sind noch unter einer Sekunde zum ersten. Schumacher 20, unser Teamkollege 19. Das sieht gut aus. So, wir sind hier wieder auf unsere erste fliegende Runde in... wir beginnen jetzt die erste fliegende Runde in Q2. Wieder mit Softreifen. Weil auf Mediumreifen, wenn wir auf Mediumreifen starten, dann werden wir zu langsam sein. Also hier im Qualifying, da werden wir nicht in Q3 kommen. Und momentan ist mir Q3 ein bisschen wichtiger, als mit Medium zu starten. Auf jeden Fall, die Runde muss jetzt sitzen, weil ich will keine zweite Runde mit den Softreifen fahren, weil sonst sind die später am Arsch im Rennen. Oh, leichte Berührung mit der Mauer. Oh, scheiße. Hoffentlich gab es da keinen Schaden. So, der zweite und dritte Sektor sahen ganz gut aus bis jetzt, finde ich. Der S geht hier nochmal auf und dann kommen wir gleich über die Startziellinie. Die Runde sah bis jetzt ganz gut aus und die reicht für Platz 5 momentan. Wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet mit Platz 5. So, auf Platz 7 kommen wir weiter, das sieht gut aus. Verstappen auf Mediumreifen und die beiden Mercedes-Piloten auch. Und so, guckt euch mal das an, die beiden... McLaren-Piloten auf 1 und 2 und guck mal, was wie in die Abstände ist. Nicht schlecht. Vettel auf 14, wie immer, ne? Stroll ist auch draußen. Alonso hat es gerade mal noch so reingeschafft. Und die kommen weiter auf Platz 7. Sehr gut. So, wir sind hier in Q3 schon. Wir fahren hier nochmal mit gebrauchten Softreifen aus Q1. Fahren wir nochmal mit. Und setzen eine hoffentlich gute Zeit. Jetzt, also ich erwarte jetzt nichts Schnelles, aber schon eine ordentliche Zeit.
So, erste Runde vom Q3 sieht gut aus. Mit den gebrauchten Softreifen, da wird jetzt keine, was weiß ich, weltbeste Zeit gesetzt werden, aber gut genug auf jeden Fall noch. So, für was reicht das? Für Platz 9 gerade mal, für eine 1.39.8. Ziemlich langsam. So, wir sind hier wieder in der Garage. Nehmen wir frische Softreifen. Und dann würde ich mal vorschlagen, spulen wir die Zeit noch ein bisschen vor. So, das sollte reichen. Und jetzt gehen wir mal ganz schnell hier raus. Sonst können wir keine Zeit mehr setzen. Jetzt müssen wir auch ein bisschen beeilen. Wir haben nur noch ungefähr 2 Minuten Zeit. Dann müssen wir eine halbe Qualifying-Runde fahren wieder. Scheiße, ey. So, eine Minute 50 haben wir noch. Auf jeden Fall, das sollte noch reichen. Wir kriegen hier von Verstappen nur einen schönen Windschatten mit. Sehr schön. Und jetzt beginnen wir unsere letzte Runde hier in Q3. Die muss jetzt auf jeden Fall mal sitzen mit unseren frischen Softreifen extra. Hamilton schon letzte Runde 1.37.5. Ja, in die Nähe sollten wir eigentlich auch kommen. 1.36 ungefähr sowas. Qualifying ist jetzt beendet. 3 Minuten sind jetzt noch übrig, um die Runde zu Ende zu fahren. Na? So lange brauchen wir aber nicht. Boah, frische Softreifen sind einfach so geil, ne? Die fühlen sich so gut an. So, wir verbessern uns momentan um 0,6 Sekunden, das sieht schon mal hervorragend aus, aber ist halt immer noch nicht wirklich schnell, ne? Also es ist schon sehr schnell für unsere Verhältnisse, ne? Aber da sollte eigentlich noch eine Sekunde dran gegangen werden. So, auf eine Sekunde müssen wir mindestens kommen. Wir sind jetzt bei 0,8, 0,9. Ein Zehntel fehlt noch zu einer Sekunde. Ja, jetzt ein bisschen weniger nur noch. Aber die Sekunde müssen wir unbedingt schaffen, weil sonst sind wir zu langsam. Ach komm schon, ein paar Zehntelchen noch. Der Els geht nochmal auf und was kommt da noch was? Nee, wir bleiben da. Scheiße, ey. Aber die Runde sah gut aus. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Hamilton, Bottas und Daniel Ricciardo. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. So, wir starten leider nur vom Platz 9. Wir bekommen hier noch ein bisschen Teamanerkennung. Leider nur Platz 9. Auf jeden Fall die Mercedes-Piloten, die dominieren hier auf der Strecke mal wieder. Und... Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Ja, bestimmt haben wir da eine gute Chance. Auf jeden Fall, wir gucken uns hier noch ein bisschen die Dings an, die, vielleicht können wir hier was an der Aerodynamik verbessern. Das hier, das sieht nicht schlecht aus. Das sollte vor, wie heißt das Land nochmal? England da ankommen. Großes Upgrade. Und, ja, das sind unsere Upgrades mal wieder. Ey, wir sind so knapp an Alpha Tauri dran, ne? Scheiße, dass wir die nicht überholen können. Mann, ey, das ärgert mich richtig. So, ich würde vorschlagen, springen wir mal sofort zum Rennen. Und mal gucken, was wir heute so reißen können auf der Strecke. Wir waren im Qualifying schnell genug. Vielleicht ist wieder ein Podium drin. Ganz herzliche Grüße vom heutigen Großen Preis von Aserbaidschan. Einem Rennen, in dessen kurzer Geschichte man schon so manches Drama erleben konnte und bei der erstaunlicherweise die vierte Startreihe eine besondere Rolle spielte. Denn Lance Stroll und Sergio Perez haben 2017 respektive 2018 aus eben dieser vierten Startreihe sich noch das Podest erkämpft. Der Baku City Circuit ist ein 5,95 Kilometer langer Stadtkurs, der die Fahrer direkt durch die Hauptstadt von Aserbaidschan und die wunderschöne Altstadt führt.
Dabei müssen die Fahrer zeigen, dass sie sich den insgesamt 20 Kurven einschließlich der berühmt-berüchtigten Kurve 8 gewachsen sehen. Es ist eine der schwierigsten Kurven im ganzen Jahr. Stefan Römer teilt sich heute die Kommentatorenbox mit mir. Wollen wir zum Einstieg kurz über Sergio Perez reden? Sieht so aus, als ob sie heute ganz schön kämpfen müssen. Die Gridstrafen, die das Team aufgrund des Auswechselns der Triebwerkskomponenten erhalten hat, machen all das sicher nicht einfach. Aber das Gute dabei ist, dass ihnen diese neuen Komponenten dabei helfen können, sich bis ganz nach vorne durchzukämpfen. Ich rechne ehrlich gesagt heute mit einem sehr aggressiven Kurs, um den problematischen Start auszugleichen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Ricciardo, Norris, Max Verstappen und Leclerc, Sainz, der Professor, Fernando Alonso und Pierre Gasly, Tsunoda, Stroll, Sebastian Vettel und Perez. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Russell, Giovinazzi, Mick Schumacher und Nicolas Latifi. Mazepin, Ocon, er hat eine Gridstrafe erhalten. Raikkonen und Christian Lundgaard. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute hier triumphieren wird. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht. Habt ihr das gesehen? Lundgaard nur auf Platz 20. Auf jeden Fall das vorhin, was ihr gerade gesehen habt, war die Strategie, die uns vorgegeben wurde. Ich habe die ein bisschen verändert, die untere auf Soft Hard sofort und Benzin nehmen wir so für, würde ich mal sagen, eine Runde mehr mit oder 1,3 Runden mehr. Das sollte reichen. Und wir nehmen erstmal die untere Strategie und fangen wir auch sofort an. So, da kommen wir auch schon. Die fünf roten Lichter. Und es geht auch schon los. Ein guter Start von uns. Boah, yo. Yo, der war ein guter Start. Gehen wir mal nach außen. Nach außen. Vielleicht können wir hier den Leclerc überholen. Das sah aber ganz gut aus. Aber er kommt wieder, er kommt wieder. Da müssen wir aufpassen. So, jetzt hier bloß nicht reinfahren. Ja, in einen von den beiden. Da hat sich jemand weggedreht. Bestimmt war das Sainz. Ne, Leclerc war das. Und wir sind auf Platz 6. Drei Plätze haben wir gut gemacht. Wir können hier den Norris nochmal überholen. Das sieht doch momentan super aus von unserer Seite. So, Verstappen ist uns aber ein bisschen zu schnell. Den kriegen wir leider nicht mehr. Oh, Norris kommt wieder nach vorne, also will angreifen. He wants to pass. I push him, he push me back, after that he push me on the track. Ja, ist Gott sei Dank nicht passiert. So, wir sind momentan auf Platz 5, sehr gut. Wir haben jetzt am Start 4 Plätze gut gemacht. In der Startphase. Kann sich sehen lassen, kleiner Fehler von uns hier. Auf jeden Fall die ersten 4, das sind alles jetzt Medium-Starter. Das heißt, sie werden alle viel länger fahren als ich. Als allgemein wir das ganze Feld, ne? Oh! Der war ein bisschen knapp, da habe ich die Mauer schon vor uns gesehen. Norris will angreifen. Wir machen schön zu hier. Hamilton schnellste Runde. Ist momentan noch Erster. Hat sich behaupten können. So, schöne Tür zu machen und das sieht doch momentan ganz gut aus. Oh, das war viel zu spät gebremst, viel zu spät. So, wir sind immer noch in Runde 2. Norris will schon wieder angreifen. Und wir müssen wieder zumachen, hier alles schön. Oh, Hamilton wieder schnell zur Runde. Nee, Bottas schnell zur Runde. Und er kommt langsam im Windschatten. Er kommt, aber er ist nicht schneller als wir. Sehr gut, aber jetzt, wenn das DS angemacht wird, das wird jetzt ein bisschen erlaubt wird, dass DS erlaubt wird, dann wird es ein bisschen schwierig. Hä, was ist letztes auf einmal passiert? Nein, nicht überholen! Scheiße, leichte Berührung mit Sainz, oder ist das? Aber wir bekommen jetzt Windschatten und DS von Norris. Da können wir wieder zurück überholen. Aber was ist das für ein scheiß Ton auf einmal? Gerade war das doch noch alles ganz normal. Warum ist das jetzt so komisch geworden? So, Rad an Rad in der Kurve. Gott sei Dank. Ging gut.
Wir sind vorne. So, wir gehen in Runde 6 bis 7 an die Box. Auf harte Reifen. So sieht der Plan aus. Und dann versuchen wir damit durchzufahren. So, Runde 4. Norris will schon wieder angreifen. Gasly hat uns überholt übrigens. Ach Quatsch, ich habe mich vertan. Kollision mit Gasly, ja, scheiße. Wir bekommen jetzt aber Windschatten und DRS sehr wahrscheinlich von ihm. Norris kommt wieder im Windschatten. Er will auch angreifen. Hat DRS von uns. Aber wir sind genauso schnell wie Norris. Sogar noch ein kleines bisschen schneller als er. So. Wegen der Reifen brauchst du dir keine Sorgen. Oh, Runde 5. Ricardo ist an der Box. Und wir werden hier angegriffen von Norris und Gasly gleichzeitig. Oh oh. Wie sollen wir da jetzt noch vorbeikommen? Am besten innen reinstechen, innen reinstechen. Wir müssen so spielen, wie möglich. Oh, da gab es gleich eine Berührung, glaube ich, mit Norris. Das mussten wir machen, weil sonst hätten wir die Position verloren. Wir sind momentan auf Platz 4. Scheiße, ey. Oh nein, nochmal leichte Berührung mit Norris. Vermute ich mal. Irgendwie hört sich das an wie so ein Elektroauto. So wie sich das Auto momentan anhört. Ich weiß nicht, was auch immer passiert ist. Von jetzt auf gleich war der Ton auch immer so komisch weg. Aber wir sind momentan in Runde 6. Na? Wir gehen jetzt in die Box. Wir haben uns einen kleinen Vorsprung rausgefahren von 1,1 Sekunden. Ist eigentlich kein Vorsprung, nur eine kleine Lücke eigentlich. Die Reifen sind schon mal 51% hinten. Na, das merkt man auch ein bisschen. Okay, auf der Strecke. Ein wenig Abnutzung am Motor erkennen. Sei dir bewusst, dass wir ab sofort einen Leistungsverlust haben. Ah, scheiße, wir haben Leistungsverlust am Motor ein bisschen. Und dann auch auf der Strecke, das ist nicht so praktisch, ne? So, wir müssen vor der Kurve schon etwas früher bremsen. So, wir kommen jetzt in die Box. Jetzt fahren wir aber mit Vollgas in die Box, ne? So, hoffentlich die Wand berühren. Oh, das war ja scheiß knapp. So, Norris kommt auch in die Box. Vettel ist auf harten Reifen gestartet. Aha, krasser Start von ihm, ne? Teamkollege kommt auch in die Box. Wow, hätte Christian ich nicht gedacht. An der Box. Christian an der Box. So, hoffentlich ein guter Boxer für unsere Boxencrew. Fahr los. 1,9. Wow. Das ist sehr gut. Jetzt Gas. Die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Oh, scheiße. Dafür kriegt man eine Verwarnung. Das waren gerade mal die Curbs, die man mitnehmen durfte. So, wir sind momentan auf Platz 18 zurückgefallen. Stellt euch das mal vor, Platz 18. Sainz ist auf 20. Hinter uns ist Alonso. So, wir sind Runde 7 jetzt schon. So, wir sind ein bisschen schneller als Alonso momentan, das ist gut. Da Runde 8, Alonso ist immer noch hinter uns, das ist kacke. Oh, Verstappen ist ausgeschieden. Er hat ein ernsthaftes Problem mit dem Auto, anscheinend muss er aufgeben. Naja, macht nichts, eine geschenkte Position für uns, dann müssen wir uns weniger bemühen, oder? So, vor uns ist Marzipan. Den wollen wir mal überholen, nicht überrunden. Ich vertue mich schon manchmal. Wir überholen den immer, aber überholen den nie auf der Strecke sozusagen. Also so, wenn das jetzt so ein richtiges Rennen gibt. Jetzt haben wir zum ersten Mal ein richtiges Rennen gegen ihn. Oder zum zweiten Mal, ich weiß nicht. So selten wie das ist, kann mich gar nicht dran erinnern. Auf jeden Fall hier am Castello sah das ganz gut aus, die Linie, die wir gefahren sind. Wir sind gut reingeblieben. Normalerweise so scheiße wie der Haas ist, sollten wir den eigentlich schon hier bauen und nicht auf Stand und Ziel gerade gleich. Mit dem DRS. Wir können viel später bremsen als er, ja. Hat aber eine bessere Beschleunigung. So, hier ist, nee, ach Quatsch, wir sind ja schon auf Platz 16. Norris ist auch hinter uns. Der war ja auch in der Box. So. Alonso wollte angreifen, wird wohl nichts. Wir sind immer noch unter einer Sekunde an Marzipan. Jetzt kriegen wir DRS. DRS geht jetzt auf, DRS ist noch an. Windschatten bekommen wir noch ein bisschen. Oh, oh, Norris kommt wieder. Norris kommt wieder, scheiße. Wir müssen innen reinstechen, egal was das kostet. Später bremsen als Marzipan. Oh nein, was macht Norris da drinne? Der dachte auch, da wäre noch eine Lücke frei, ne? Was für ein Arsch. Okay, alles klar. Ja, Pech gehabt, jetzt hast du sie eben weggedreht. Und dafür gibt es Safety Car jetzt, ne? So ein Scheiß aber auch. Christian Lundgaard ist aus der... Nein! Unser Teamkollege ist raus. Scheiße. Egal. So, momentan sind wir in Runde 13 schon. Wir müssen uns vorbereiten für das Rennen. So, wir setzen uns hier neben... Wer ist das? Gasly. Und dann später bremsen und vielleicht können wir noch Ricardo überholen. Wir sind auf Platz 3. Super. Mods geht. Oh nein, da kommt Gasly. Da kommt Gasly. Wir müssen später bremsen in der Kurve. Und das machen wir auch. Und wir schaffen es. Wir sind auf Platz 3. Wir haben uns Platz 3 gesichert. Sehr schön. Also das war mal ein guter fliegender Start von uns.
Oh, da kommt Gasti schon wieder. Wir müssen ihn verteidigen. Mal gucken, was die anderen dahinter machen. Nichts. Sehr gut. Boah, das ist so anstrengend, ne? So ein Rennen hatte ich schon lange nicht mehr. Wo ich mich so anstrengen musste. Das ist doch gut. Schön zu sehen, ne? Dass die KI sich auch mal wieder ein bisschen verbessert hat. So. Die Runde hat die Kurve hat gesessen. So, Gasti kommt schon wieder, aber das wird wohl nichts mehr. Unser Motor ist schon bei 57%. Eieiei, das wird noch heiter. Na, der Elektromotor ist wieder da, ne? Die Formel E Autos, ne? So hört sich das momentan an. Wenn keine Autos hinter uns wären. Oh oh, Gasti greift wieder an. Er will innen rein, aber das wird wohl nichts. Da sagst du, du kommst hier nicht rein. So, Runde 17. Vettel greift an. Oder was macht der? Was macht der denn? Geht der in die Box oder was? Ah, der geht in die Box. Aber dafür greift Gasti an. Wir müssen außen verteidigen. Funktioniert super. Ah, oh, endlich wieder ist der Sound wieder da vom Motor. Vom normalen Motor. Mein Gott sei Dank. Hört sich alles wieder gleich an. So, wir sind Runde 18. Gasti greift schon wieder an. Oh nein! Oh Gott sei Dank. Ich dachte schon, der sticht wirklich da rein. Hat er Gott sei Dank nochmal zurückgezogen. Sonst gäbe es eine Kollision. Oh oh. Jetzt kommen aber so ein bisschen Gasti und Ricardo beide auf uns zu. Wir veranstalten hier aber auch so eine kleine Schlange, ne? Wie das hier aussieht. Oh nein, wir müssen außen vorbei wieder. Später bremsen, eine leichte Berührung mit Gasti. Und wir sind wieder vorbei. Guckt euch mal das hinter uns an. Das ist eine richtige Karawane hinter uns. Richtige Putzkolonne. Putzkolonne! Oh nein, Gasti greift schon wieder an mit dem DS und Windschatten. Wir haben RS, haben wir nicht mehr viel. 3% nur noch, 2%, aber da kommt schon wieder die Kurve. Gott sei Dank, später bremsen als er und nicht die Mauer berühren. Oh Gott sei Dank. Und wir sollten wieder vorbei sein. Jetzt haben wir Innenkurve. Und tschüssle. Tschüssle. Gott sei Dank. Runde 20. Gasti hat uns überholt. Das ist aber ein richtiges Dilemma gewesen. 6 Runden haben wir noch. 6 Runden haben wir noch. Hamilton kommt in die Box. Hoffentlich kriegen wir den. Ach, scheiße. Ist aber ganz schön lange, bis wir da ankommen. So, da können wir schon längst wieder aus der Box wieder raus sein. Er geht auf Softreifen. Interessant. So, hinter uns kommt Ricardo und Perez angeschossen. Nein, da kommt auch noch Ricardo. Was machen wir jetzt? Wieder in rein, schlecht, so wie vorhin. Das müssen wir machen, egal wie hart das ist. Sonst. Oh! Egal, wie hat das ist, mussten wir reinstechen, weil sonst könnten wir den vierten Platz nicht mehr halten oder was auch immer, ne? So, Bottas kommt jetzt auch rein für Softreifen. Der fährt aber schon wieder raus, wie ich das da unten auf der Karte sehen kann. So, jetzt müssen wir alles dran geben, Gasti noch zu bekommen. Wir müssen unbedingt aufs Podium. Das ist sehr wichtig. Weil Gasti ist ja unser Konkurrent. Und wir müssen ihn ja schlagen, damit wir Anerkennung bekommen. So, wir haben es übrigens wieder geschafft, unter eine Sekunde an Gasti ranzukommen, ne? Hat ja auch so ein bisschen gewundert, wie das sein kann. Vielleicht brechen seine Reifen langsam ein. Der erste geht schon mal auf. Aber in der Runde werden wir noch nie überholen. Vielleicht auf der Start- und Zielgerade. So, jetzt sind wir etwas näher dran, nur noch eine halbe Sekunde. Am Ende von Runde 24. Ah, oh, das sieht schon gut aus. Windschatten haben wir so ganz leicht von Gasti. DRS geht jetzt auf, ERS haben wir auch noch ein bisschen. Und jetzt können wir mal so richtig schön ranfliegen. Jetzt müssen wir am besten das sofort in der ersten Kurve hier machen. Später bremsen als er. Oh, da gab es eine Berührung. Hoffentlich kein Frontflügelschaden. Oh, da kommt Gasti wieder zurück. Aber wir verteidigen außen wieder und nicht in die Mauer. Ja, sehr schön. Da mussten wir so aggressiv wie möglich sein, sonst hätten wir den dritten Platz nicht mehr bekommen. So, Hamilton hat das Rennen jetzt schon gewonnen. 25,7 Sekunden vor uns schon. Er hat das Rennen gewonnen, Bottas Zweiter. Und so wie das momentan... Oh, das war knapp jetzt aber. Und so wie das momentan aussieht, sind wir auf Platz 3. Und Perez auf 4. So, also die Reifen, ja, die sehen schon ganz okay aus.
Die Software war schlimmer. So, wir kommen auf 3. Jubel! Großartiges Rennen. Echt großartig. Wir freuen uns sehr über diese Leistung. Also wieder ein fantastischer Sieg für die Silberfahrer. Zum Erfolg war eindeutig, dass sie ruhig geblieben sind, schnell auf die Situation reagiert haben. In der Vergangenheit haben Teams immer wieder zu zögerlich reagiert und so den Sieg verspielt. Aber diese waren entschlossen und konnten sich dadurch einen Vorteil verschaffen. Die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Der Professor vergrößert den Vorsprung der Weltmeisterschaft. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen Esteban Ocon. Er hat einfach am meisten Talent dafür, seine Reifen optimal auszunutzen. Und das hat er heute gezeigt. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Red Bull zieht in der Rangliste weiter davon. Auch das Team von Mercedes hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Ja, das kannst du mir glauben. Aufgedreht bin ich auch nach diesem Rennwochenende. Wir sind wieder auf Platz 2 in der Konstrukteursmeisterschaft. 7 Punkte hinter Red Bull, das ist sehr gut. Ferrari ist abgerutscht, Mercedes ist nach oben gekommen und Alfa Romeo ist hochgekommen mit 6 Punkten. Sehr schön. So, Lundgaard ist runtergefallen auf Platz 14. Wir sind immer noch auf 1. Wir haben den Vorsprung auf 27 Punkte aufgebaut. Hamilton, Perez sind nach oben gekommen. Hamilton, zweiter, Perez, dritter. Leclerc und alle anderen sind runtergefallen. So, und so sieht das Rennen aus. So, 0,1 Sekunden Bottas hinter Hamilton. Wir auf Platz 3. Was ist unten passiert? Max Verstappen ist ausgeschieden. Unser Teamkollege auch. Norris auf Platz 20. Nur, was hat der denn da unten zu suchen? Schumacher auf 15 und Sebastian auf 11. Ja, wir auf Platz 3 immerhin, ne? So, wir sind hier wieder zurück, ne? Bisschen Rivalitätspunkte und hier Anerkennung, sehr wichtig. Ja, knapp auf Platz 11. Kohle, das ist das Wichtigste von 1,46 Millionen haben wir wieder, ne? Und ich würde mal vorschlagen, das war's dann mal wieder von der Folge. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ne? Und abonniert den Kanal, ist kostenlos. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder beim großen Preis von Kanada und bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.